Recht herzlich willkommen zur 19. Folge von Grand Age Medieval. Ja, unser Bautrupp steht jetzt hier, hat keine Rohstoffe wahrscheinlich mehr und deswegen geht's jetzt dann doch nicht mehr weiter. Ja, okay, das ist aber alles halb so wild, da brauchen wir auch Rohstoffe. Das wird werden. Was mir jetzt so einfiel ist, dass wenn wir hier einen Gasthof und wir können keine Händler mehr anwerben, weil das Limit, ne, erreicht ist. Ist das Limit nur für den Ort erreicht oder checken wir das doch mal? Hier haben wir doch auch noch einen Gasthof, ne? Nee, das Limit ist für alles erreicht. Okay. Gut. So. Also wir haben ja noch keine Geschwindigkeit eingestellt. Das können wir noch machen. Deswegen ist das hier oben. Die laufen wahrscheinlich immer noch weiter. Ja, die bauen immer noch. Truppen hatten wir auch noch welche. Die sind hier vor Ort, wie man sieht. Die sind in der Stadt, in der Kaserne. Sicher. Aber wir können ja mal gerade die Truppen nehmen. Und hier die Sicher. Strecke ein bisschen sicher machen, weil hier war doch irgendwie was, oder? Unsere Truppen wurden auch hier verjagt, ne, oder? Aha, darum ging's. Ah, gut, aber jetzt haben wir den Kampf und der ist auch schon butz erledigt, oder? Die Luchse waren das, die da irgendein Theater machten, ne? Und wie man sieht, sind sie gleich geschlagen. So. Wunderbar. Auf geht's! Und dann nochmal zu den Ruinen. Noch mehr Luchse. Auf einige Luchse. 100, 150 Luchse waren das. Ja. Sieht aber so aus, als ob das nicht das Problem wäre, die zu schlagen. Automatische Flucht, ja. Dann gehen wir jetzt doch nochmal zur Hütte, weil da konnte man ja Truppen auffüllen, oder? Habe ich das falsch verstanden? Was los? Jetzt geht's nicht mehr voran. Oh, eine Truppe aufgerieben. Sieht wohl so aus. Wieso werden die Luchse jetzt wieder mehr? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Aggressiv. Ja. Sieben. Zwei, eins. Wird Winter. Die Luchse sind weg. Gehen wir Jawohl. zur Holzhütte und dann wird da wahrscheinlich wieder aufgeladen. Das verstehe ich jetzt nicht, aber ist egal. Okay, wir haben eine Einheit auf jeden Fall verloren bei dem Kampf. Machen wir. Machen wir dahin, einfach aus dem Grunde, weil das so ziemlich zentral auch ist. Der Bautrupp ist fast durch. Oder ist er durch? Nö, der ist durch. So, upgraden geht nichts mehr, ne? Alles gut. Könnt ihr überlegen, von Sofia nach Split eine Strecke zu machen, aber lassen wir erstmal. So, hier fehlen Rohstoffe und hier oben fehlen Baustoffe und Rohstoffe. Hier fehlen Bauwaren, fehlen. Da ist niedriger Wohlstand, auch schön. Hier ist eine Überproduktion und Rohstoffe fehlen da allerdings auch. Rohstoffe fehlen. Überproduktion. Aha, hierfür Metallwaren fehlen die Rohstoffe. Gut.
Wie sieht's denn mit unserem Imperium hier aus? Großkaufmann sind wir noch. Und, ja, dauert noch ewig. Wir sind noch 3600. Ja, die Bautrupps können dann auch nichts mehr machen. Stellt sich die Frage, wie wir eine Stadt expandieren lassen können, ne? Ja, das wollen wir nicht mal machen. Kloster, das ist nur sich die maximale Anzahl von freien Arbeitskräften in der Stadt. Hört sich ja richtig gut an, ne? Errichtet ein größeres Gotteshaus, damit unsere Stadt mehr Bürger aufnehmen kann. Mhm. Ach so, alles klar. Hier ist eine Kirche. Rohstoffe hätten wir dafür. Aber 6000 gehen noch, alles klar. Brauchen wir noch gar nicht machen, weil wir erst 3000 haben. Gut. Gasthof, Händler ist klar. Siedler können wir ja bauen. Bautrupp, Händler, Siedler. Ja. Brauchen wir aber wirklich nicht, ne? Bauhof können wir bauen, ne? Eine Stadtmauer mal kriegen. Auch 20 Wochen, wir hätten alle Rohstoffe. Machen wir, oder? Wie sieht's hier aus? Hier können wir ganz viele Sachen machen. Die Kapelle sollten wir vielleicht mal überhaupt machen. Ja, lass uns die Kapelle da auch bauen. Und in unseren anderen Örtlichkeiten, hier gibt's die schon. Bauhof, Kloster. Das war das Kloster. Ja, Arbeitskräfte sind ja wichtig. Hier oben machen wir noch das Gasthaus erstmal dahin, oder? Da geht aber nichts. Da fehlt's auch. Lassen wir erstmal hier oben. Und hier in Pančevo. Da brauche ich eigentlich nicht, ne? Aber wir können da mal eine Kapelle bauen, dann sind die Leute wahrscheinlich zufrieden, ne? So. Ja. Sofia wächst. Hier unten haben wir da zwei, die steht da auch noch. Kapelle. Errichtet ein größeres Gotteshaus, damit unsere Stadt mehr Bürger aufnehmen kann. Errichtet ein größeres Gotteshaus, damit unsere Stadt mehr Bürger aufnehmen kann. Ja, aber geht ja nicht hier. Statue können wir nicht bauen. Kloster machen wir. Okay. Hamban, machen wir nicht Hamba. Okay, das ist nur für die Belagerung wichtig, aber das ist jetzt auch nicht, überhaupt nicht wichtig. Das bedeutet hier, wir können warten und warten und warten, bis, ne? Ja, so viele Punkte haben, dass es schön ist, ne? Aber das dauert ja hier ewig, 2890. Wie sollen wir das beschleunigen?
Der Händler geht nur noch da und da. Könnte der Händler denn auch... Warte mal. Könnte der auch da hingehen? Ja, könnte auch. Komm, zack, machen wir doch. Außenhandel ist das dann, ne? Der läuft nach da oben, nach da unten. Der läuft da, da lang. Der läuft da und da lang. Kommt hier sowieso vorbei, also... Eigentlich müsste man da sagen, komm, nimm den mit. Fertig. Ja. Der Händler erreicht maximale Auslastung. Warenwert. Okay, alles gut. Der Bautrupp hat nichts zu tun, aber da bin ich jetzt gar nicht drauf. Ja, 3 Gebäude müssen noch gebaut werden. Eins, 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 zwei, zwei und 3. Andere Städte sind hier 4, 5, na 3. Odessa steht nichts dran. Konstanta hat 2. Konstantinopel steht auch nichts dran. Athen hat 5. Ja, und Thessaloniki hat auch 4. Ja, die ist noch ziemlich klein, die Stadt. Die 2er sind ja schon größer. Ist die 3 größer wie die 2? Kann auch täuschen, ne? Aber vielleicht ist es auch passend. Ich hätte jetzt gesagt, dann lass uns noch eine Stadt machen, ne? Hat ja keinen Sinn, so darum zu gammeln. Machen wir noch einen Siedler. Anwerben. Ja, müssen wir gucken, ne? Noch ein Städtchen bauen. Hier ist es vielleicht schön, ne? Am Meer. Und, ja, müssen wir mal gucken. Irgendwie ist das ja der einfachste Weg, wahrscheinlich mehr Leute zu kriegen, oder? Militär, Zivil, Handelsrouten haben wir, Städte. Komisch. Stimmt schon 2, obwohl es hier nur 1,4 sind, naja. Ist halt so. Haben wir ins Gasthaus geguckt. Bauwaren fehlen. Was brauchen die denn, bitteschön? Willkommen. Was kann ich für euch tun? Okay. Ich bestelle mal einfach einen Karren. Den mache ich erst weg. Weil das wird ja nichts, ne? Dann werbe ich den an. Dass er nach dem Karren gemacht wird. Gucken, ob das mit dem Karren dann was bringt. Also hier verkehrt einer auf dem Weg, glaube ich. Ob das dann 2 sind, ich weiß es nicht. Die Truppen sind geheilt. Vielleicht sollten wir noch eine nachlegen, ne? Landwehr und Bildenmeister. Da hatten wir eine mehr, ne?
Komm, die holen wir dann auch wieder rein. So. 1,9. Die waren eben bei 1,4, sind sie immer noch, da ändert sich nichts. Tja. Der ist ein bisschen doof, ne? Ist jetzt die Dingens Metalleinheit dazugekommen. Wenn du nochmal draufklickst, dann kommt die da auch zu. Ja. So weit, so gut. Also es zieht sich jetzt gerade wohl irgendwie so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, wie wir es beschleunigen können. Großes Depot. Fällen die Bauwaren für. Ob wir hier noch ausbauen müssen? Wahrscheinlich. Die haben schon eine Überproduktion. Können wir auch noch einbauen. Geht da überhaupt noch was? Ja, spielt keine Rolle wohl. Die haben noch Überproduktion. Die auch, das war Ala. Gehen wir nach Sofia. Holz können wir nicht genug haben, oder wie sieht das aus? Hier auch noch was bauen. Ja, wenn, dann machen wir es richtig, ne? Zack, überall einen dabei. Passt. Dann gehen wir hier rüber. Überproduktion, Überproduktion. Da bauen wir. Und da bauen wir auch. Da bauen wir auch. Überall ist eins. Hier fehlen Rohstoffe. Da auch. Da auch. Das bedeutet, Rohstoffe fehlen, ist nicht schlimm. Ja, wenn fehlen da immer noch mehr Rohstoffe, ist jetzt aber erstmal nicht so entscheidend, ne? Wolle, Brot und was ist das hier? Prunk. Keine Ahnung, was da fehlt. Erstmal egal. Da haben wir schon einen. Salz. Bauwaren fehlen. Rohstoffe fehlen. Machen wir auch noch einen mehr. Die beiden werden noch gebaut. Gut. Das sind zwei verschiedene Händler. Ich weiß nicht, wie weit ist der Karren. Ah, guck mal, der wird jetzt auch schon gemacht. Alles klar. Gut, zur Hälfte ist er ja fertig. Dann hat er ja was geklappt, oder? Naja. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.